So, wir sind in den Katakomben unterhalb der Händlergilde und hier gibt es verschlossene Türen. Da werde ich mir gleich erstmal ein bisschen Mana einwerfen. Und irgendwie ist hier alles verschlossen. Habe ich nämlich den Schlüssel? Anscheinend ja. Na gut, was gibt es hier denn außer Büchern, Büchern, Büchern? Warum verließen die Götter Rivelorden? Existierten die Götter jemals oder sind sie Phantome, ersonnen von Fanatikern und Priestern? Magische Missgeschicke, irgendwas mit Tierversuchen? Die. Nein, ich will noch nicht sterben. Alzunge Surprise. Die. Achso, das ist wieder dasselbe. Gibt es hier auch Bücher oder sowas? Was haben wir denn hier? Ein Zauberschild. Ah. Das ist doch cool. Ex-Menschen haben bekanntermaßen eine große Vorliebe für scharf gewürzte Kost. Ein Vermächtnis ihrer in der Wildheit lebenden Vorfahren. Die einzige Schwierigkeit bei der Zubereitung eines Mahls für einen verehrten Gast vom Volk der Echsen ist die Beschaffung der Zutaten. Es kann Tage dauern, bis man genügend Nirumaden gesammelt hat, besonders im Winter. Und darüber hinaus kann es zu ernsthaften Verletzungen oder gar zum Tode führen, wenn man versucht, die Larven der Feuerwespe aus den Nestern zu rauben. Also, Surprise, magische Missgeschicke, Teil 5000. Echsenmenschen. Menschen. Was gibt es hier? Gibt es noch Zauberbücher? Wenn, dann suche ich die. Irgendein dickes Buch. Noch ein Buch. Magische Missgeschicke Teil 8. Dass man einen Besen besser nicht befehlen sollte. Irgendwie wiederholt sich das hier alles. Ich weiß nicht genau warum. Magische Missgeschicke Teil 6. Nuscheln und Gedächtnislücken. Häufigste Todesursache bei der Ausübung von Magie im fortgeschrittenen Alter. Ups. Ach, die alten Magier. Langsam werden sie vergesslich. De Aspectibus. Ein Drachenwesen. Ja, ist auf jeden Fall eine Art Drache mit so vier Beinen, aber es sieht sehr klein aus für so einen Drachen, finde ich. Aber gut. Das kann auch nur eine optische Fehldarstellung sein, eine nicht korrekte Darstellung eines Drachen. Irgendeine komische Apparatur. Sieht aus wie ein Fluggerät oder ein Besen. Geschäfte machen Teil 1. Dieses Buch ist das erste einer Serie von 3, das sich mit der Kunst des Verkaufens beschäftigt. Wer alle 3 Bände liest, dürfte einen tiefen Einblick in den Vorgang des Handels haben. Oh, kriegen wir dann einen Bonus auf unsere Handelsfertigkeit. Was ist denn hier drin? Geld, Magietrank. Da ist gar nichts drin. Manuskript, Kochrezepte Teil 2 oder 11. Die, die, die. Noch mehr Drachenbilder. Ist ziemlich viel doppelt gemoppelt. Kochrezepte 2. Die. Warum will das Spiel, dass ich sterbe? Noch ein Drachenbild. Noch einmal die. Kochrezepte 2. Gibt mir langsam zu denken, dass hier überall Kochrezepte die drin steht. Oh, Dietriche. Ja, die kann ich gebrauchen. De Aspectibus. Magische Missgeschicke Teil 6, Teil 9. Dimensionsportale. Immer mit Waffen durchqueren. Reiseführer. Okay, den haben wir auch schon mal gelesen. Im Grunde glaube ich fast, wir haben alles schon mal gelesen. Ich muss das ja auch nicht alles lesen, aber es ist die Bücherei. Schon wieder dasselbe Bild. Schon wieder dasselbe Bild. Wieder dasselbe Bild. Gott, es gibt viermal dasselbe Bild hier. Unglaublich. Ja, das hat zu viel als zu wenig Kopien, wa? So, dann haben wir Weinflaschen. Ich werde mal diese Tür hier öffnen. Sage, guten Tag. Ale-Flaschen, Weinflaschen, Zwergen-Ale, Weinflaschen, alles voll hier. Essensreste. Große Bierfässer. Und Ale-Fässer. Also, mehr von dieser verdammten Magie schaffe ich nicht. Ja, mit Stufe 5 dürfte ich jetzt jede Tür aufkriegen. Kostet mich allerdings ein bisschen mehr Mana. Habe ich hier nicht irgendwo ein grünes Männchen gesehen? Hier ist ein Bett. Und ein abgedeckter Stuhl und ein abgedeckter Tisch. Neuwertige Panzerplattenhandschuhe. Übrigens, was ich auch mal gesehen habe, ist, dass hier unser wunderbarer Schild des Drachen einen Rüstungswert von 230 hat. Ich meine, ich schwinge sowieso einen Zweihänder, aber trotzdem.
Und wenn man da oft genug neu lädt, dann kann man einen kriegen mit 400 irgendwas. Also ich habe eigentlich einen ziemlich schlechten Schild erwischt. Aber gut, das ist sowieso nicht meine Priorität, außer vielleicht für später. Und man kann ja nicht alles haben, ne? Naja, ich hoffe, ich finde mehr goldene Sockelgegenstände. Das wäre toll. So, mehr sehe ich hier momentan nicht. Aber es ist ja auch nur eine Bibliothek. Und dann schauen wir mal wieder unsere Aufgaben hinein. Tingalf verkauft in der Händlergilde immer Fieses. Wir sollen Beweise dafür finden. Und wir müssen die Kanalisation, um Zandalore zu retten. Herzog will, dass ich den Mörder finde. Und wir sollen Sir Dante Inverdistis müssen wir auch nochmal befragen, weil der ist wohl derjenige, der ein bisschen mehr darüber weiß. Vielleicht kann der uns auch die Empfehlung geben. Haltet ihr mich auf? Sie reden wieder über die Bauern und dass sie alle vergiftet werden sollten. Das findet er cool. Was sagst du denn, Jarun? Seid gegrüßt. Was kann ich für euch tun? Vielen Dank für eure Zeit. Auf Wiedersehen. Also gar nichts kannst du für uns tun. Effektiv. Effektiv nichts. Da ist Sir Dante. Westlich der Händlergilde. Ich finde, Verdistis ist eigentlich ziemlich überschaubar, so alles in allem. Also da habe ich schon schlimmere Dungeons gesehen. Und hier ist der Gully, der uns zur Kanalisation führt. Wäre vielleicht auch mal eine Idee wäre, da abzusteigen. Herrlich. Ich meine, wir müssen sowieso darunter, um dann hier zu Burg Eisenforst und Zandalore zu gelangen. Wie wunderbar. Erstmal mache ich mir noch ein paar Tränke. Da ist ein Bürger. Arme Bürger. Und Sir Dante hauset hier. Oh, ein Eingangsbereich mit vielen Kerzen. Eine verschlossene Tür. Ich geh mal rein. Das ist eine Katze, Stufe 5. Betten, Steinflaschen. Nichts wirklich Interessantes, wie ich finde. Genug jetzt mit der Magie. Nein, es ist nie genug mit der Magie. Bücherregal enthält einen Gegenstand. Militärische Abhandlung, das Ritterdasein, zweiter Teil. Ich breche einfach mal überall ein. Hier liegt ein Bärenfell auf dem Boden. Gut, was zu essen und ein verschlossener Holzschrank. Interessant. Verdammt, mehr von dieser verdammten Magie schaffe ich nicht. So, was haben wir hier? Ein Henker, Kriegshammer des Giftes. Giftschaden 4, wow. Und macht auch guten Schaden, aber ich bin auf 200 spezialisiert. Außerdem der Verfolger Zwergenhelm. Ich glaube, ich habe was Besseres auf dem Kopf, wa? Na, nur des Rüstungswertes entsprechend. Ich will gucken, ob ich noch einen besseren Helm kriege. Es sei denn, es ist der feste Helm. Naja, es ist der. Okay, es ist genau dasselbe. Erholungszeit 20, wow. Das Ding hat 130er Rüstung. Der Zwergenhelm kann ich jetzt gerade nicht so wirklich brauchen, oder ich würde sagen, das ist kein guter Tausch dann. Ich breche überall ein. Sir Dante, ich möchte nicht, dass Sie. Oh, schmutziges Geschirr, nicht schon wieder. Ich muss schon wieder Geschirr waschen, oder was? Schwere Kettenstiefel. Nö, ich behalte meine Vampirstiefel. Okay, dann gibt es aber auch noch den Bereich, in dem sich wirklich Menschen aufhalten. Alzung Surprise. Die gesammelten Aufzeichnungen über Trim Daedalus erster Teil.
Oh, was liegt denn hier? Gold. 1000 Goldmünzen, wow. Ich klaue mir das einfach mal. Ich hoffe, es hat keiner was dagegen. Bis jetzt hat sich noch keiner beschwert, also gehe ich davon aus, dass alles cool ist. Es gibt ein paar verschlossene Truhen hier. Ein Hakenspieß des Kommandos. Natter schwere Kettenhandschuhe. Giftresistenz und Lebenskraft. Und ein Verfolger Langbogen. Aber das ist auch nicht so toll. Naja. Wird ja sein können. Und das ist Randall. Reden wir doch mal mit Randall. Was hast du dabei? Nur eine Orange. Guten Morgen, Sir. Mein Name ist Randall. Ich bin der persönliche Sekretär von Sir Dante. Seid gegrüßt, Randall. Ich habe Geschäftliches mit Sir Dante zu besprechen, aber ich habe ihn niemals zuvor getroffen. Was könnt ihr mir über Sir Dante berichten? Ist er ein guter Herr? Ich habe mit Sir Dante ein Geschäft zu besprechen. Ich hoffe, er ist momentan zu sprechen. Ist er ein guter Herr? Es ist mir eine Ehre, für ihn arbeiten zu dürfen. Vor 5 Jahren versuchte ich, meine Dienste auf Burg Eisenfaust anzubieten. Aber oh Schande, der Herzog war mit meinen Fähigkeiten nicht zufrieden und ich musste die Burg wieder verlassen. Daraufhin heuerte Sir Dante mich an und hat sich seitdem als sehr angenehmer Arbeitgeber herausgestellt. Oh, okay. Und der Herzog ist, glaube ich, mit nichts und niemandem zufrieden. Auch wenn er seine Eigenarten hat. Sir Dante hat seine Eigenarten, sagt ihr? Könnt ihr vielleicht etwas genauer werden? Sir Dante ist ein sehr beschäftigter Mann und er neigt schnell zu Wutausbrüchen, wenn das Leben nicht den von ihm gewünschten Gang geht. Außerdem leidet er auch unter Problemen privater Natur. Wirklich? Was sind das für Probleme? Meine Diskretion erlaubt es mir nicht, darüber zu sprechen, aber ich kann euch so viel sagen, dass er erst kürzlich heftigen Streit mit seiner Frau gab. Sir Dante überlegt, ihre Rage mit einem teuren Geschenk zu besänftigen. Das ist... Wie kann ich helfen? Das ist traurig, aber wir haben alle unsere Probleme und ich habe mehr als die... mehr als genug eigene. Kann das ich danach nochmal mit ihm reden? Ihr kommt zu einer höchst ungünstigen Zeit. Ungünstig? Sir Dante hat fürchterliche Laune. Obendrein wirft ihm seine Frau vor, dass er sie vernachlässigt, was gewiss nicht zu seiner Aufheiterung beiträgt. Ich gehe einfach mal rein. Und da ist er. Sir Dante, hast du ein Problem damit, wenn ich hier deinen Schrank plündere? Finde eine Lehrerhellebarde und ein wachleichter Plattenpanzer. Rüstung 190 und zwei zur Sicht. Ja. Nicht sehr beeindruckend. Was willst du, Bauer? Ich habe wenig Zeit und schätze es nicht, wenn dreckige Fremde durch mein Haus streifen. Unhöflich. Wer seid ihr, dass ihr mit diesem Ton mit mir sprecht? Da ihr so eine wichtige Persönlichkeit seid, was könnt ihr mir über Verdistis erzählen? Ich kann dir so viel verraten, dass ich die wichtigste Person in Verdistis bin. Mehr brauchst du nicht zu wissen. Ich habe euren Sohn Tibos vom grauen Tod errettet. Habt ihr... Ach ja, ihr habt. Ja, er sprach davon. Also was ist damit? Tiberius versprach mir eine Belohnung von euch. Tiberius versprach mir eine hohe Belohnung von euch für seine Rettung. Ja. Was, ich soll euch eine Belohnung dafür bezahlen, dass ihr diesen faulen, nichtsnutzigen Kerl zurück nach Hause gebracht habt? Während wir hier gerade sprechen, verschwindet er wahrscheinlich gerade mein Geld in einem der gesetzlosen Etablissements in Verdistis. Na toll. Ich muss ihm gehen. Warte mal. Soll ich vielleicht ein bisschen netter mit ihm sein? Gibt es da eine Belohnung? Wie unhöflich. Wer seid ihr, dass ihr mit diesem Ton mit mir sprecht? Wie, du kennst mich nicht. Ich bin der berühmte Sir Dante, einer der wohlhabendsten Edelleute von ganz Verdistis. Ich bin außerdem ein enger Freund und Berater der königlichen Familie und ein Gründungsmitglied der Gilde der Geldverleiher. Lediglich einer der reichsten Edelleute von Verdistis, was? Ihr habt wohl einige Konkurrenz im Kreis der Oberponzen, nicht wahr? Nun, da gibt es Sir Patrick. Er lebt ebenfalls in Verdistis, aber ist eine Schande für den Adelstand. Er arbeitet bei den Göttern. Er mag reicher sein als ich, aber wenigstens lasse ich mich nicht zu einer solch niedrigen Tätigkeit herab, als sei ich ein dreckiger Bauer. Ach, Sir Dante, du bist mir nicht gerade sympathischer. Ihr scheint Sir Patrick nicht sonderlich zu mögen. Ha, das ist eine ziemliche Untertreibung. Ich hasse diesen Halunken.
ständig versucht, meine Autorität in der Stadt zu untergraben. Aber schon bald bin ich ihn los. Okay. Wie habt ihr es geschafft, so reich zu werden? Es geht dich nicht nichts an, Bauerntrampel. Was könnt ihr mir über Distis erzählen? Ich habe euren Sohn gerettet. Er besprach meine Belohnung von euch. Nun, er hat sich geirrt. Noch etwas? Toll. Ein Freund erzählte mir, ihr habt hervorragende Kontakte zur Gilde der Attentäter. Psst, nicht so laut, du Hornochse. Wer ist dieser Freund von dir, der es wagt, solche Verleumdungen zu verbreiten? Smiruk der Ork. Ralf Hauptmann der Stadtwache von Flussheim. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. War er das? Zandalor? Smiruk? Verlass sofort dieses Haus, gemeines Gesindel! Nein, 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 das war nur ein Witz. Das ist nicht sehr lustig. Wer hat euch von meinen Kontakten zur Attentätergilde erzählt? Eine sprechende Katze vielleicht? Ist gut möglich. Ich hab's ehrlich gesagt vergessen. Es kann die sprechende Katze gewesen sein. Ralf Hauptmann der Stadtwache von Flussheim. Zandalor. Möglicherweise könnte ich dich mit jemandem aus der Gilde der Attentäter bekannt machen, aber das kostet eine Kleinigkeit, verstehst du? Geld brauche ich natürlich nicht, also wirst du mir einen kleinen Gefallen tun müssen, verstanden? Was soll ich für euch tun? Verschaff dir Zugang zum Haus von Sir Patrick und entwende seine Adelsurkunde. Oh Mann. Seine Adelsurkunde, was in aller Welt wollt ihr damit anstellen? Es geht dich einen feuchten Kehricht an, Bauer, und nun mach dich ans Werk. Ich brauche diese Urkunde so schnell wie möglich. Wo liegt Sir Patricks Anwesen und wo meint ihr, bewahrt er seine Urkunde auf? Hier, ich zeichne auf deiner Karte den Wohnort von Sir Patrick ein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er die Urkunde in seinem Geheimzimmer versteckt hat. Wenn man da hineingelangen kann, weiß ich allerdings nicht. Dies herauszufinden ist deine Aufgabe. Ich schaff das schon irgendwie, ich hab Schlösser knacken, Stufe 5 Meister. Also wenn ich diese Urkunde für dich stehle, werdet ihr mich mit einem ranghohen Mitglied der Gilde der Attentäter bekannt machen. Wenn du mir diesen kleinen Gefallen tust, werde ich dich sogar der großen erleuchteten Zyklopin des Todes höchstpersönlich vorstellen. Okay. Was bitteschön ist eine große erleuchtete Zyklopin des Todes? Klingt wie eine Magic the Gathering-Karte. Ausgezeichnet, eure Blaublütigkeit, wir sind im Geschäft. Nun, was stehst du noch hier rum? Mach die auf und besorg diese Urkunde, sofort. Okay, Sir Dante verlangt, dass ich Sir Patricks Urkunde stehle, wenn er mir etwas über die Gilde der Attentäter erzählen soll. Und wer hat mir das jetzt gesagt? Hauptmann Ralf hat das gesagt. Aber ich habe Zandalor gesagt und das hat er auch angenommen. Vielleicht war es gut, dass ich Hauptmann Ralf nicht erwähnt habe. Verschafft ihr Zugang zum Haus von Sir Patrick. Sir Patrick lebt auf der anderen Seite von Vedistis, auf der in Windrichtung liegenden Seite der Stadt. Der Gestank dort soll unerträglich sein. Okay. Und du, Randall? Guten Morgen, Sir. Mein Name ist Randall. Ich bin der persönliche Sekretär von Sir Dante. Ist ein guter Herr. Was sind das für Probleme? Wie kann ich helfen? Besucht Elmar Vignus, den Goldschmied der Zwerge, in den Zwergenhallen. Sagt ihm, dass ich euch geschickt hätte, um Sir Dantes Geschenk für seine Frau abzuholen. Wo kann ich diesen Zwergenjuwelier finden? Ich sollte euch den Ort zu Elmar auf eurer Karte einzeichnen. Ihr müsst zu den Zwergenhallen in das große Gebirge reisen. Zunächst einmal durch Flussheim und dann durch den Dunkelwald. Kennt ihr das Zauberwort? Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr das Geschenk für Sir Dantes Frau bei den Zwergenminen abholen würdet. Das war nicht das Zauberwort. Ich glaube, dann ist er... Mich langweilen dieses Spielchen. Was ist denn nun dieses Zauberwort? Ja, das frage ich dich. Randall. Oh, er verkauft mir ein Zauberschild. Her damit. Was mit meiner Belohnung? Ah, nun verstehe ich. Also gut, ich werde euch 1000 Goldmünzen geben, wenn ihr mir das Geschenk bringt. Wow. Mit einer solchen Menge Gold könnt ihr viel Ausrüstung und Waffen für Reisen kaufen. Naja, ich habe gerade ein bisschen mehr dir schon bezahlt für so ein Buch. Nun gut, ich werde eurer Bitte nachkommen. Die Brosche. Randall, der Diener von Sir Dante, bat mich, eine Brosche abzuholen, die für Sir Dantes Frau angefertigt wurde. Ich soll mich an Elmar Vignus wenden, den Goldschmied der Zwerge. Er ist in den Hallen der Zwerge zu finden. Okay, das ist aber eine Quest für ein anderes Mal.
Erstmal müssen wir den Mord am Herzog untersuchen. Und ja. Da knatscht der Sound wieder. Das ist ein armer Bürger Stufe 9. Arme Bürger Stufe 9, da ist eine Bürgerin. Frösche. Und das ist das Anwesen. Funktioniert. Okay, wo ist Sir Patrick? Das ist der Weinhandel. Ah, hier unten. Gegenüber vom Gasthaus zum Edelmann. Oh, Pilze. Die nehme ich noch mit. Ah, wie wunderbar. Ein bisschen gemixt. Herrlich. Ah. Ich glaube, ich habe ein bisschen viel Regenerationstränke einfach nur für Mana auffüllen verschwendet. Ich kann auch einfach so welche trinken. Meine magischen Kräfte kehren zurück. Meine magischen Kräfte kehren zurück. Vielleicht soll ich mal in den Gully absteigen. Ich will dann nämlich was testen. Außerdem werden wir uns ein paar Zaubersprüche beibringen. Herrlich. Zauberschild. Was kann denn der Zauberschild überhaupt? Ist er gut? Absorbiert 80 Schaden, absorbiert 100 Schaden. Und dann erlöscht das Ding, oder wie? Klingt ja nicht so spektakulär, wenn ich ehrlich bin. Okay, es gibt hier Gegner. Ich höre etwas. Das sind Eier. Das ist Fleisch. Oh. Echsenmagier. Oh, die scheinen ziemlich stark zu sein. Wenn ich mir das hier so angucke, weil der kann ordentliche Treffer einstecken. Feuergeist, schwerer Ledergürtel, außerdem ein Echsenattentäter. Die sind aber schnell tot. Magier aber gerade ziemlich heftig, muss ich sagen. Eine fanatische Echse. Okay, und ich sehe einen ganzen Haufen Gegner, die herumwuseln. 17 Feuerresistenz. Ich habe den Gürtel des Drachen. Was will ich damit, so einem anderen Popelgürtel? Okay. Fanatische Echse. Das sind Echsen, die werfen drachentypisch mit Feuer. Okay, und das ist die Kanalisation und schon viel zu viel aufgedeckt. Ich muss das wirklich fixen mit dem, dass zu viel aufgedeckt wird. Oh, ich hab dich gesehen, Kumpel. Greift mich durch die Wand an. Na gut, machen wir erstmal was anderes. Ich muss hier was stehlen. Aber ist Sir Patrick wirklich so böse? Hey, ein Zwergenminenarbeiter. Seid gegrüßt, Mensch. Man sagt euch eine gute Gesinnung nach. Die habe ich auch. Also sollten wir bestens miteinander auskommen. Guten Morgen, mein Freund. Was gibt es Neuigkeiten bei den Zwergen? Ich hörte, die Farmlande der Menschen werden in letzter Zeit häufig von Trollen heimgesucht. Nicht mehr. Ich war schon immer der Meinung, man sollte anders mit den Trollen umgehen. Sie in die zivilisierte Gesellschaft integrieren und ihnen ihre üblen Manieren abgewöhnen. Sie mögen ja stinkende, dumme Wilde sein, aber Gleiches trifft schließlich auch auf die Menschen zu. Oho, Mr. Minenarbeiter. Ja, da habe ich auch schon was anderes über Zwerge gehört, wenn ich ehrlich bin. Oh, verzeiht, ist nicht persönlich gemeint. Vielen Dank für eure Zeit, Freund Zwerg. Presste Conan zwischen den Lippen hervor und wollte ihn eigentlich töten. Das war nämlich ziemlich dreist. Fieser Zwerg. Und euch sollen wir unterstützen im Kampf gegen die Elfen? Naja, wir machen das sowieso nicht. Wir sind ja politisch unabhängig. Wo ist denn hier der Eingang zu Sir Patricks Hütte? Hier? Sieht's aus. Manuskripte. Überall sind diese komischen Attribute eines Schwertmeisters. Es gibt drei Arten von Schwertkämpfern, Anfänger, Haudegen und Meister. Einem jeden, der mit den Grundtechniken vertraut ist, ist es ein leichtes, Anfänger von Meistern zu unterscheiden.
Ein Anfänger hält das Schwert falsch und seiner Kampfhaltung fehlt jegliche Ausgewogenheit und Balance. Haudegen sind wohl im Umgang mit der Klinge vertraut, aber sie stellen ihr Können lediglich auf prahlerische Art zur Schau. Haudegen finden sich recht häufig auf Jahrmärkten, wo sie ihre Fähigkeiten beim begeisterten Pöbel vorführen. Yay, ein Schwertmeister, Haudegen. Yay, gib ihm ein paar Münzen. Ein wahrer Schwertmeister lebt auf Monkey Island und ist ein Lehrer, der von Ort zu Ort zieht, um seine Fähigkeiten weiterzugeben, jedoch die besten Kniffe und Tricks immer für sich behält. Ah, ein Monopol. Ein wahrer Schwertmeister wird euch alles beibringen, was ihr könnt. Nicht alles, was er weiß. Oh. Wirkungsdauer von Sprüchen. Strategische Raffinessen im Einsatz von Kampfmagie. Wieder verschlossene Truhen. Na, schauen wir mal nach. Ich habe nicht genug magische Kräfte dafür. Ja, da muss ich doch meinen Mana auffüllen. Mit irgendwas. Ja. Verschlossen. Ja. So, auf. Ein Spinnenflügelhelm. Na, ist nicht so toll. Ein Grobian Claymore. Oh, mal wieder ein Claymore. Aber ist nicht besser als mein Karschwert. Ich habe nicht genug magische Kräfte dafür. Ich glaube, ich habe die Truhe gerade eben wieder verschlossen mit meiner Fähigkeit. Bezauberungsstufe 2 für eine Günstlingskriegskeule. Das hat Patrick. Kochrezepte, gefüllte Sardellen und Sardinen. Das scheinen ziemlich leere Räume hier zu sein. Wie komme ich da überhaupt rein? Da ist ein Hebel. Ah, das ist wohl dann die Geheimkammer, was? Ich verstehe. Grit hat da sein erster Teil. Der Gelehrte und Seher Tol'Dane vom Volk der Echsen hat als erster Chronist die jüngere Geschichte von Rivellon in vier Epochen von jeweils 400 bis 600 Jahren gegliedert. Die Zeit der Täuschung, der verdammten Renaissance, des Chaos. Er nannte die fünfte Epoche die Zeit der Lügen. Ja, irgendwann endet das alles in Lügen, bis alles kollabiert. Tanzendes Skelettwesen. Das ist aber die Tultanae Pflanze. Narathul der Druide. Sir Patrick. Seid gegrüßt, Fremder. Ich bin Sir Patrick, ortsansässiger Geldverleiher, und man schätzt mich wegen meiner niedrigen Zinsen. Ihr werdet nirgendwo in der Stadt bessere Konditionen finden. Benötigt ihr finanzielle Unterstützung, so bin ich die Lösung all eurer Probleme. Habt ihr vielleicht Bedarf an etwas Gold? Eigentlich nicht. Seid gegrüßt, Sir Patrick. Ich hoffe, eure Geschäfte laufen gut. Ja, danke. Und wenn ihr klug seid, könnte heute auch euer Glückstag werden. Jedermann kann etwas extra Gold gebrauchen, nicht wahr? Ihr seid ein Geldverleiher. Ihr helft den Leuten, ihre Träume zu verwirklichen. Natürlich nur ihre finanziellen Träume. Das bin ich in der Tat, mein Freund. Braucht ihr binnen kurzem eine große Summe, so bin ich der richtige Mann für dieses Anliegen. Erzählt mir mehr über eure Konditionen. Sagt mir erst, wie viel Geld ihr benötigt. Ich kann euch einen kleinen, mittleren oder hohen Kredit geben. Einen derart hohen Betrag benötige ich nicht, doch der kleine Kredit scheint interessant. Könnt ihr mir Einzelheiten zu dem mittleren Kredit nennen? Meine kostspieligen Vorlieben lassen es angeraten erscheinen, euren hohen Kredit zu wählen. Ich scheine einer der reichsten Bürger der Stadt zu sein. Ich bin der reichste Mann der Stadt, doch gereicht mir das häufig eher zur Last denn zur Freude. Reichtum eine Last? Inwiefern? Reichtum zieht Neid und zahlreiche Feinde an. Viele Leute in der Stadt sehen mich allzu gern ruiniert. Erst kürzlich musste ich mich mit diesem verdammten Sir Dante anlegen. Erzählt mir mehr über Sir Dante. Ein äußerst unangenehmer Kerl, habe ich gemerkt. Redet ständig schlecht über andere. Ich hatte kürzlich eine Auseinandersetzung mit ihm und fürchte, dass er was gegen mich ausheckt. Welche Art war eure Auseinandersetzung mit Sir Dante? Vielleicht kann ich euch dabei zu Diensten sein. Oh, ich habe ihn bei einer Versteigerung hier in der Stadt vor kurzem überboten. Das hat ihm gar nicht gefallen. Wutschnaubend stürzte er mit rotem Kopf aus der Versteigerung und drohte mich zu ruinieren. Alles Schreckliche, was sich seither in meinem Leben ereignet, ist Sir Dante anzulasten. Davon bin ich überzeugt. Ja, und ich bin auch hier deswegen. Sorry. Gib mir einen hohen Kredit. Ich gebe euch 10.000 Goldstücke und ihr zahlt diese 10.000 zurück und weitere 3.000 als Zins. Und alles innerhalb von 20 Geschäftstagen.
kommen wir ins Geschäft. Nein, für 10.000. Okay, das ist das Maximum, was er uns geben kann. Ich habe über 100.000 habe ich schon in der Tasche, also ich brauche nur wirklich keinen Kredit. Der kleine Kredit sind 1.000 Goldmünzen, da muss ich 150 als Zins bezahlen. Und mittlere kriege ich 3.000, muss 750 als Zins bezahlen. In 15 Geschäftstagen. Ne, tschüss. Seid abermals gegrüßt, mein Freund. Ihr seht besorgt aus. Doch gibt es nur wenige Sorgen, die sich nicht mit einem Beutel Gold beseitigen ließen. Darf ich mir die Annahme erlauben, dass ihr Bares benötigt? Und wenn dem so ist, hätte ich einige großartige Angebote, die ihr nicht abschlagen könnt. Ich kann sie sehr wohl ausschlagen, mein Freund. Ich bin nämlich reicher als du. Würde ich mal sagen, hier, ich habe ja fast 150.000, also bitte. So, wie komme ich jetzt zu Sir Dantes? Ja, diese Pilze lachen mich an. Wie wunderbar. Ich muss herrlich. Sie. Ah. Wie wunderbar. Aber das sind Giftpilze, oder? Die lasse ich mal da liegen. Den Gift verwende ich nicht. Nein. Ich verwende nur Frost. Hier ist hier irgendwas. Ist hier auf jeden Fall Türen, aber wie kommt man da rein? Herrlich. Ich frage mich, wie das gewesen wäre, wenn ich erst zu Sir Patrick gegangen wäre. Aber Sir Dante scheint mir die wichtigere Persönlichkeit zu sein, einfach weil er... Ja, weil ich auch den Mord von vom Herzog aufklären muss. Es scheint mir sinnvoll zu sein, mich mit dem gut zu stellen. Von Sir Patrick habe ich bisher nicht so wirklich was gehört. Ich muss Sir Dante in Vedestis finden und der verlangt was von mir. Und ja. Außerdem muss ich was für ihn holen aus den Zwergenhallen. Hier scheinen Fallen zu sein. Diese Plattformen sehen irgendwie verdächtig aus. Hebel gibt es hier auch genug. Warte mal, ich... So, Hebel. Okay, es gibt keinen direkten Zugang in diesem Bereich. Ich dachte, ich hätte da was gesehen. Shift-Taste kann man nämlich ein bisschen weiter gucken. Also zumindest was das Level-Layout angeht. Vielleicht gibt es ja einen geheimen Pfad hier in unserem Garten. Sind immer interessant, aber das ist bloß einer, den ich so wegwerfen kann und dahinter befindet sich auch nichts. Baumstämme. Hier ist ein Felsbrocken, den ich beiseite schmeiße. Dieser Nebel ist verdächtig, aber hier ist nichts. Muss im Haus sein. Das stört ihn auch gar nicht. Der Sir Patrick hat auch gar keine Diener hier irgendwo. Dafür, dass er so reich ist. Vielleicht ist er super geizig. Aber das ist dann ja sein Fehler, ne? Diese Tische sind auch merkwürdig angeordnet. Überhaupt ist das Haus ein bisschen merkwürdig. Keine Menschenseele hier außer Sir Patrick. Komisches Layout seines Gebäudes. Vielleicht muss man ja irgendwie einen Geheimpfad finden.
Bücherregalen, die kann ich auch nicht wegwerfen oder so. Da muss ich vielleicht mal gucken, was ich da machen kann. Na gut, aber dann melde ich mich wieder, wenn es weitergeht mit Let's Play Divine Divinity. Bis gleich. So, wo ich gerade dabei bin, dachte ich, mache ich das nochmal mit Sir Patrick hier, erledigen wir die Geschichte nochmal, denn der Teleporter befindet sich tatsächlich hier im Garten. Ich habe ihn wohl übersehen in meiner Schuseligkeit. Allerdings wird er auch nicht wirklich angezeigt mit der Alt-Taste. Und er befindet sich nämlich hier, hinter diesen Bänken, ist nämlich ein Teleporter, der einen direkt dahin bringt, wo ich hin will. In einen Raum, der ein bisschen nervig ist, denn es gibt hier einen zentralen Schalter und da gibt es hier einen Schalter im Nordwesten, im Nordosten und im Südwesten und Südosten. Und wir wollen hierhin zu Sir Patricks Besitztier. Die Tür ist verschlossen, die Tür ist verschlossen. Diese Diagonale ist offen, geschlossen und diese Diagonalen sind offen. Man muss jetzt eine bestimmte Reihenfolge einhalten. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Ich muss auf jeden Fall hier was drücken. Und hier. Dann ist da sind diese Türen auch noch auf. Aber ich mache die erstmal zu, diese beiden hier, weil die sind nicht die wichtigen. Also diese Diagonale ist nicht das Entscheidende. Dann schließen sich alle Türen hier. Und dieses offen. Okay, ich habe es gleich richtig gemacht. ich habe das einmal getestet und da habe ich ein bisschen anders agiert, aber das ist anscheinend richtig gewesen, ja. Also diese und diesen Hebel braucht man gar nicht. Es muss diese beiden hier. Erst den oberen, dann den unteren und dann in der Mitte. Und dann geht diese Tür auf und mehr wollen wir ja gar nicht. Es gibt ja außerdem ein paar Truhen und wie sich das für einen nicht genug magische Kräfte dafür. Geldverleiher gehört, ist da nur Geld drin. Also keine Gegenstände, was ich ganz angenehm finde, weil mehr von dieser verdammten Magie schaffe ich nicht. Das ist für mich ein bisschen so, dass ich auf jeden Fall einfach nur Gold kriege und nicht noch irgendwie noch gucken muss, dass ich irgendwas Besonderes kriege hier an Gegenständen. Hier sowieso nicht. Herzogliche Vollmacht. Dem Träger dieser Vollmacht, nachfolgend als der Bevollmächtigte bezeichnet, sei hiermit die Befugnis erteilt, unter Einsatz aller dafür benötigten Mittel monatlich den fünften Teil aller Profite, die die Händler von Flussheim auf den Marktplatz erzielen, einzutreiben. Okay. Okay, alles, was die Händler von Flussheim da eintreiben, kriegt er ein Fünftel. Wow. Die Autoritäten der Stadt haben den Bevollmächtigten bei der Ausführung dieser Order mit allen verfügbaren Mitteln zu unterstützen. Auch wenn die Leute ausgeraubt werden. Gezeichnet Herzog Janus. Okay, wenn wir Herzog Janus ein Schnippchen schlagen können, nehmen wir einem seiner Handlanger hier quasi. Und das waren doch keine Fallen. Also Felder. Seine Besitzurkunde klauen können. Umso besser. Das hat der Janus durchaus verdient, ja. Übrigens, wenn man zu Sir Patrick geht, bemerkt er nicht, dass wir ihm das gestohlen haben. Also wir können direkt zu Sir Dante rüberlaufen, wir verpassen da keinen Dialog oder solche Sachen. Die Frösche verteilen sich hier langsam über die ganze Map. Was durchaus ein wenig witzig ist. Wo ist der Handelsmeister? Der Sirgon und hier ist Brett. Achso, mit dem haben wir schon gesprochen. Ich glaube, wir haben schon mit allen oder weitestgehend allen gesprochen hier. Und hier ist alles voller Schmetterlinge, Stufe 1. Und sie haben sage und schreibe 21 oder 30, 22 Lebenspunkte. Also für Schmetterlinge ziemlich robust, muss ich sagen. Ich bin ein bisschen beeindruckt von ihrer herrlich Widerstandsfähigkeit. Ja gut, gegen uns sind sie natürlich absolut überhaupt keine Gefahr. Ich meine, das sind Schmetterlinge, aber wie wunderbar. Ich finde es doch interessant, dass die dann doch so robust noch sind. Ich dachte, die hätten so Lebenspunkte von 1 oder 2, aber nicht 20. Herrlich. Schweine haben 17. Meine Güte, die Schmetterlinge haben mehr Lebenspunkte als die Schweine und selbst die Hühner haben mehr Lebenspunkte als die Schweine. Was ist mit den Schweinen los? Das muss wohl die besondere Gattung Schlachte mich schnell sein.
Da schlachte mich ohne Probleme. Das kann ich mir jetzt gar nicht erklären. Eine verschlossene Tür. Ich werfe mal so einen kleinen Magietrank ein. Und es ist tatsächlich misslungen. Die Tür ist verschlossen. Okay. Ah, hier ist ja der Händler, wa? Der Magiermann. Der mir kleine leere Flaschen, kleine Heiltränke, kleine Mana-Tränke und Regenerationstränke, allerdings nur 3, verhökern kann. Gut. Das ganze Schlösser knacken in diesen Tagen. Wie wunderbar. Habe ich ein bisschen viel herrlich davon verbraucht. Ach, wie wunderbar. Herrlich. Geld soll's nicht scheitern, nur an der Verfügbarkeit. So, gehen wir zu Sir Dante und erledigen wir diesen wunderbaren Auftrag. Ich glaube, ich bin richtig. Du solltest besser die Urkunde dabei haben, die ich brauche, denn es fällt mir kein anderer Grund ein, warum ich mich sonst mit dir abgeben sollte. Ich habe die Urkunde, die ihr benötigt. Ihr macht euch keine Vorstellung, wie schwierig es war, in den Besitz der verfluchten Urkunde zu gelangen. Eigentlich war es ziemlich einfach, nachdem man den Teleporter gefunden hat. Naja. Aber ich weiß, dass einige Leute daran dem Rätsel verzweifelt sind, weil es war so ein typisches Schalterrätsel. Und das war eigentlich eher Glück, dass ich das jetzt beim ersten Mal hier geschafft habe jetzt. Oder beim zweiten Mal. Beim ersten Versuch habe ich ein bisschen mehr hantieren müssen, aber dann ging das irgendwann auch. 38.000 Erfahrungspunkte. Du glaubst doch nicht etwa, ich würde mich auch nur im Entferntesten für solche Problemchen interessieren. Jedenfalls habe ich hiermit meinen Teil der Abmachung erledigt. Werdet ihr nun euer Versprechen halten? Sir Dante hält stets sein Wort. Ich habe bereits alles mit den Attentätern abgesprochen. Jarun, ein ranghohes Mitglied der Gilde, erwartet dich in den Archiven der Händlergilde. Ach so. Ja, wer ist es? Ich bin ihn schon bald los, ja, dank meiner Hilfe. Sir Dante meint, dass der Archivar der Händlergilde auch ein Kontaktmann der Gilde der Attentäter ist. Ich muss ihn sprechen, wenn ich mehr über den Mord an dem Herzog in Erfahrung bringen möchte oder will. Der Mörder des Herzogs. Geist glaubt, dass er von einem vergifteten Pfeil getroffen wurde. Ja, klingt sehr nach der Attentätergilde. Erzähl mir noch bitte von dieser Angelegenheit, die ich für Sedantes Frau erledigen soll. Ihr müsst Elmer Vingus in den Zwergenminen finden. Er ist Goldschmied und stellt gerade ein Geschenk für Sedantes Frau fertig. Sagt ihm, dass ich euch gesandt hätte und bringt das Geschenk hierher. Jip. So, also dann auf zur Händlergilde, um uns mit dem Attentäter Man zu treffen. Aber das ist da im Norden. Dazu müssen wir durch den Park und da ist Nimras. Wer zum Geier ist Nimras? Sieht aus wie ein Elf. Verkauft einen super Stärktrank. Wunderbare Bäume hier, Mensch. Könnt ihr sie sprechen hören? Was sagen sie denn? Sagt schon, könnt ihr? Ah, ich bin Conan, ich bin mit der Natur verwurzelt, aber ich kann nicht gerade sagen, dass er mit Bäumen redet. Ja, ich kann sie deutlich reden hören. Sie beschweren sich darüber, dass sie ständig von Elfen belauscht werden. Euer Humor ist gar zu armselig, Mensch. Menschen, ohne Unterlass kämpfen sie um Geld und Macht. Wie töricht. Elfen, ohne Unterlass beschweren sie sich über andere Völker. Wie töricht. Was ist, wenn ich nett mit ihm bin? Nein, ich kann sie nicht reden hören. Tut mir wahrlich leid, Mensch. Achso, und dann kommt doch derselbe Satz. Also es ist vollkommen egal, was man mit Nimras bespricht. Das ist wieder der Gulli zu den... Ein Teleporter, ja geil. Gut, dass ich den mal gefunden habe. Tada, es ist der Teleporter von Verdistis. Aber es gibt noch eine Kanalisation von Verdistis, dargestellt mit so einem... Schlangen-Salamander ohne Hinterbeine, respektive eine Schlange mit Vorderbeinen.
Auf jeden Fall sieht es merkwürdig aus. Was wird das ist? Dargestellt durch ein Schwert, Hammer und eine Flamme. Schick. Endlich habe ich auch mal den Verdistis-Teleporter. Ich habe mich schon gewundert, wo ich die finde. Und hier sind sie. So, vorbei an den reichen Leuten und hin zu... Ne, in die Händlergilde. Und dann im Keller. Wo ist er denn? Ich sehe hier niemanden. Ich muss mit ihm sprechen. Der Archivar der Händlergilde. Achso, der Archivar der Händlergilde. Okay, also ist er gar nicht unbedingt im Keller hier. Bist du der Archivar? Ich glaube, er war es, ne? Der hier hockt, der... Jarun, ja, das. Sir Dante hat mich geschickt. Ja, Sir Dante hat mir aufgetragen, euch zu empfangen. Nun, welche Art sind eure Geschäfte mit der Gilde der Attentäter? Ich benötige die Dienste der Attentätergilde. Wie überraschend, die meisten Leute suchen Kontakt mit der Gilde, weil sie ihre Dienste brauchen. Ja, so, wer soll das Opfer sein? Das Opfer ist... Aber ich brauche den besten Mann der Gilde. Jemanden, der in der Lage wäre, den Herzog zu töten, beispielsweise. Den besten Mann braucht ihr? Und er muss fähig sein, den Herzog zu töten? Sprechen wir über den alten oder den jungen Herzog? Du kannst dich übrigens verdünnisieren, du reicher Popel. Das ist ein Privatgespräch. Aber der alte Herzog ist doch bereits tot. Ja, das ist er. Beende doch dieses lächerliche Spiel. Für wie dumm schätzt ihr mich, den Gildenmeister der Attentäter, eigentlich ein? Den Herzog im Zusammenhang der Attentäter-Gilde zu nennen, war nicht sehr klug. Wollt ihr wissen, was ich denke? Ich denke, ihr seid ein Spion und kein Spion sollte hier lebend wieder herauskommen. Attentäter zu mir! Oh. Attentäter? Boah, das sind aber echt schwache Attentäter, muss ich sagen. Die droppen nicht gerade was Beeindruckendes. Tanzender Goblin. Okay, vielleicht war das die falsche Herangehensweise, zu versuchen, den Meister der Attentäter-Gilde zu überlisten. Obwohl, das war gar nicht meine Absicht, das ist einfach jetzt zufällig passiert. Ich suche einen Attentäter, ich dachte, hier kann man jetzt wirklich einen anheuern, der jemanden für einen umbringt. Aber sind wir mal direkt. Jarun. Ich stelle eine Nachforschung über den Tod des Herzogs an. Ich glaube, dass er ermordet wurde und ich bin auf der Suche nach dem Täter. Und ihr glaubt, dass die Gilde der Attentäter darin verstrickt ist? So ist es. Könnt ihr meine Annahme stützen? Ich muss sagen, ihr seid der größte Narr, der mir jemals untergekommen ist. Hier hereinzuspazieren und mich, den Meister der Gilde der Attentäter, zu fragen, ob ich in irgendeiner Form in den Tod des Herzogs verstrickt bin. Ich nehme an, ihr glaubt auch tatsächlich, dass ihr hier lebend rauskommt. Attentäter zu mir! Und er verschwindet auch sofort. Wie euch töte ich ja leicht, aber meine Frage ist, ich habe mit ihm gesprochen. Warum geht's da nicht weiter? Okay, vielleicht muss ich... Ich meine, der Einzige, der noch hier ist, ist ja jetzt hier Trevor. Okay, das stimmt mich jetzt ein bisschen bedenklich, weil... seine ist im Keller gelandet jetzt. Aber dann wäre auch selten dämlich, wenn er sich hier einfach so hinsetzen würde. Ich sehe nichts und niemanden. Also es kommt mir fast so vor, als hätte ich jetzt was falsch gemacht, weil irgendwie müsste es ja zumindest irgendeine Art von Hinweis geben, dass die Quest jetzt weitergeht. Dass einfach so ein paar Attentäter auftauchen, ist ja ganz nett, aber hilft mir auch nicht weiter. Es sei denn, Sir Dante hat jetzt noch was dazu zu sagen. Dann nimm das.
Nö, nimm das. Ist einfach nur ein Elf im Wald. Bis jetzt waren die Elfen alle netter als die Zwerge. Die Zwerge waren ein bisschen frech für meinen Geschmack. So. Nee. Das ist merkwürdig. Tja, was soll ich jetzt mit diesem Kerl machen? Stufe 900, 420 Trefferpunkte. Hm. Das gefällt mir gar nicht. Oder muss ich erstmal... Es gibt ja noch eine andere Quest, die damit in Zusammenhang steht. Die Quest, die ich direkt vom Mörder des Herzogs bekommen habe. Ich muss mit einem vergifteten Pfeil, aber... Wo muss ich dann suchen? Hm. Naja, schauen wir mal, wenn es weitergeht mit Divine Divinity. Ich bin Jibber Wakadalmeister und sage, bis gleich. Es geht weiter.